Adventure Time mit Unsinn im Sinn. Zieht uns zu fremden Ländern hin. Kommt mit, wenn Hund und Mensch verreisen. Viel Spaß mit Jack und Finn bei Adventure Time. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time Investigation mit Jake und Finn. Mein Name ist Rodmack und wir folgen gerade der Beulenprinzessin, sind auf der Suche nach ihr und dazu müssen wir jetzt hier wahrscheinlich einige Rätsel lösen. Ich bin gespannt, ob wir das hier hinkriegen. Ich bin eigentlich nicht so der beste Rätsellöser. Aber ich denke, so schwer werden die hier wahrscheinlich nicht sein. Bei Adventure Time. So. Soll der mal runter? Force of Blizzard! Sehr schön. Dann wird hier... da kann man runter. Okay. Macht das Sinn, den da hinzuschieben? Ich sehe es gerade noch nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil man es kann. So, der steht da drüben. Jetzt ist die Frage. Der rutscht hier weg. Ah, okay, ich käme sonst gar nicht hier hoch. Alles klar. So, haben wir das also ganz gut gelöst. Dafür, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen muss. Das kommt da drüben hin. Ja, schön. Den schieben wir dann in diesem Falle auch nochmal eins weiter. Wird eins weiter geschoben. Wieso auch immer. Ah, der muss hier... müssen wir was an die Türe machen. Da gibt es einen anderen Spruch. Machen wir das, die Säule kaputt hier. Sehr gut. Und jetzt muss ich mir dann doch überlegen, wie ich das machen will. Einmal in die Richtung. Oh. Na gut, so viel wollte ich eigentlich gar nicht. Mach mal hier den noch kaputt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Hätte ich wohl anders machen müssen. Das sieht jetzt ganz schlecht aus. Moment, der stand hier. Der andere stand hier, ne? Hätte ich jetzt den zuerst gemacht, ging er da rein und dann würde der andere hier drüben... würde Sinn machen. Ich versuche jetzt aber trotzdem hier noch weiter... ups. Ich versuche es hier weiter zu machen. Mal schauen, vielleicht geht das trotzdem. Was war der falsche? Was war der falsche Zauber? Ich brauche hier den. Nein, ich brauche gar nicht den. Ich brauche den. Ja. So, ah, und jetzt kann man den hier auch, ne? Okay. Ich mach den mal da drüben hin. Ich schau einfach mal, was passiert hier. So, ich komme jetzt auf jeden Fall rüber. So. Was? Was? Okay, da muss wieder Jake drauf. So wie es ausschaut, aber ich... da. Nein! Oh. Halter! Du sollst doch nicht da... ja. Wo war denn hier jetzt? Sag mal, muss ich da jeden Millimeter abgrasen? Wo kann ich denn hier... hallo? Das darf nicht wahr sein, oder? Ist nicht wahr, oder? That won't work. Nein, natürlich nicht. Ah, kann ich den Stab hier reinhauen? Yeah, that'll definitely hold. We're good to go. Ha! Wie gut ist das denn? So, das Problem ist nur... nein. Ich wollte den nicht mitnehmen. Ah, komm schon. Yeah, Zepp da reingehauen. We're good to go. So. Muss ich jetzt... hier komme ich nicht hin, ne? Geht nicht. Also. Dann gehen wir jetzt zurück. Machen dann keinen Restart. Hoffe ich aber. Genau, das ist immer noch drauf. Okay, sehr schön. Jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen hier. Ich würde sagen, wir beginnen hier damit, den da wegzupusten. So, das kommt gut. Das kommt jetzt gut. So, dann kommt der da.
rein da. Als nächstes werden wir den da verschieben. Es ist einfach ein Genie am Werke hier. Ganz einfach. So. Das letzte Stück ist auch platziert und wir können jetzt halt rüberlaufen. Sehr gut. So, ich denke zwar nicht, dass die Beulenprinzessin hier so ein Rätsel hätte lösen können, ne? Kann ich das Zepter wieder mitnehmen jetzt von da aus? Hallo, hier. Ich muss es sogar mitnehmen. Algebraisch! Sehr schön. So, haben wir schon das nächsten Abschnitt wieder geschafft. Und weiter geht's. Ja, aha, es geht weiter. Ich dachte schon, jetzt sei da eine Zwischensequenz. War aber nix. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. This must be the place where Ice King writes and stores his Fiona and Cake fanfiction. Talk about taking it to the next level. Hey, there she is. LSP, wait up. Why did you run? Leave me alone. I'm almost done and I won't let anyone stop me. Stop them, Gunther. What am I paying you for? Gunther doesn't look very happy. Yeah, I bet he's gonna summon some more enemies. Then I guess it's time to kick some serious butt again. Zeit für einen Kampf! Also gut, kämpfen wir wieder. Mal ein bisschen kämpfen. Geht in Ordnung. So, hier komm, mach mal Strahl fit. Bam! So, sind die Eiswürfel hier alle zerstört? Einer lebt noch. Olle, weg damit! Oh, sehr viele Monster. Der hat jetzt aber relativ viel beschworen. So, mach mal Strahl fix hier. Hau mal die Dinger alle weg. Hoffe ich zumindest. Was ist denn das? Das ist der kein Ohrhase, nein. Schweinebärmann, so. Kann ich es auch noch stachsen? Mach dann nochmal das Schwert. Ich finde das ziemlich stark. Ehrlich sagen. Wenn ich da allen ein bisschen Schaden machen kann. Läuft doch. Ansonsten, wie schon gesagt, ist der Kampf nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Nee, ist okay, ich will da nicht mehr Sachen. Bin zufrieden. Wank, wank, wank. Wo ist er denn hin? Gunther! Gunther, wo bist du denn? Willst du ein Buch lesen oder was? Gunther, wank. Das ist so geil. Wanky, wank. So. Beulenprinzessin, was ist los mit dir? Almost ready. Almost ready. LSP, what the heck? Go away, Fen. I'm almost done. When I finish copying my stories into Ice King's Fiona and Cake books, he'll finally be real. What are you talking about? Lumpy Space Prince. He wasn't real because my stories weren't official. But now that he's part of the real Fiona and Cake books, he'll come to life for real. And he'll be all like, oh, your lumps are so awesome. Let's be together forever. You just wanted to scribble in Ice King's stupid books? That's why you took over the Ice Kingdom? Duh, Jake. I made up that stupid book tour so Ice King would go away and leave an opening for a new princess. Come on, who'd want to rule this place? It's really, really cold and it's... A dump. This kingdom is in total chaos. Finn, it seems you were correct in your assessment of Lumpy Space Princess's ability to rule. I found out that she would have failed her noble deeds if not for you. And look what she's done to the Ice Kingdom. Come, Your Highness. No, wait! You'll be here any minute! Wait! Well, guess I'm back in charge. So much for the Fiona and Cake book tour, I guess. There was no Lumpet book tour, you dumb hole! Oh. Quack. Quack. Oh, nö. Da war der Beulenprinz. Wank. So, haben wir das auch geschafft, das Kapitel, liebe Freunde.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Ist jetzt halt nur 10 Minuten, aber passt halt gerade gut. Machen wir dann einen Schnitt und sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt auf die dritte Episode von Adventure Time. Finn und Jake auf Spurensuche. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao.